Hallo und willkommen. Heute bauen wir ein... Wähle dann die Basteltaste. Ja, danke. Mit dem linken Stick und der Aktionstaste. Ja, meinst du ernsthaft? Wähle ein Chassis mit dem linken Stick und der Aktionstaste. Chassis? Ja, dann... Lege das Chassis, wenn du fertig bist, fließe dein Puppet durch gedrückte und der Zurücktaste. Autos brauchen Räder, mi pequeño amigo. Hole sie aus deiner Basteltaste. Ja, das war's ja dann. Bewege es zu einem Verbindungspunkt mit dem linken Stick. Halt's Maul, früher gab's die Basteltutorials immer noch. Es mit der du früher gab's die. Der redet sogar weiter, wenn ich ins Pausenmenü gehe, das gibt's ja wohl nicht. Früher gab's die Basteltutorials nämlich immer nur in der Kreativwelt. Und jetzt kriegst du auch mitten schon im Spiel. Ist nicht schlecht, aber mein wahres Problem ist, dass ich keine Bananenautos bauen kann, weil ich nur Kürbisse hab. Egal. So viel zum Thema Kreativität, hä? Zubehör hinzufügen. So gewinnst du das Rennen ganz sicher. Platziere es auf der Verbindungspunkt. Sieht rasant aus. Muy rápido. Zum Starten des Rennens tritt durch die Tür. Oder wenn dein Auto zu langsam wird, zieh den Hebel und fang nochmal an. Nee, nee. Noch etwas. Wenn du nicht weiterkommst, halte L2 gedrückt und starte das Rennen neu. Verbrenne? So. Ich kann ja eigentlich nur dieses eine Auto bauen, also muss ich ja irgendwo auch gewinnen. Ja, guck mal, den habe ich ja. Okay. Kann ich das. Ist das. Ach so. Hä? Ist das jetzt komplett neu? Du kriegst nicht genug, was? Hast du ein paar neue Teile gefunden? Ist jedenfalls schön, dich wiederzusehen. Ich habe kein neues Teil gefunden. Du Mongo, du hast sie mir doch selber gegeben. Ja, also wenn wir mal sehen, meine Tennisballräder müssen sich erst aufwärmen, dann kriegen die richtig die Bodenhaftung und dann geht's los. Der Ballon hat mir bisher noch nichts gebracht, aber ich sage euch, der ist am Ende noch nützlich. Also, wenn man jetzt zum Beispiel hochfliegen will oder so. Schöne Auto, aber ich bin doch so schnell wie mein. Oh, da oben hätte ich lange gekonnt, glaube ich. Ich will erstmal nur die Preisblasen haben, aber danke. Hey, das sah gar nicht so schlecht aus, was ich gerade gemacht habe. Nein, oder? Scheiße, jetzt habe ich schon kaputt gemacht. Das sah jetzt so aus, als ob ich wieder verloren hätte. Ich krieg nicht genug, was? Warte. Ein paar neue Teile gefunden? Ist jedenfalls schön, dich wiederzusehen. Oh, tatsächlich. Aber Bananen sind trotzdem noch nicht dabei. Viereckiges Rad, ja genau das brauche ich. Schwimmflosse. Muss ich das andere erst entfernen? Dann entfernen wir das mal. Wie geht das? Achso. Warte. So. Jetzt aber. Basteltasche. Nehmen wir mal den Roller Skate hier, weil der ist richtig geil. Den braucht man. Da drei Räder dran machen? Mensch, das ist interessant. Tennisballrad, Zahnrad, welches, egal, probieren wir mal Zahnrad aus. Ich hoffe, das macht nichts, dass das so unregelmäßig ist. Und jetzt noch den Ballon vorne dran. So. Das beste Auto, das jemals jemand gebaut hat.
Das doch schon im zweiten Versuch. Wow, ist das schnell. Ich glaube, ich mache das nochmal neu. Richtig genug, was? Hast du ein paar neue Teile gefunden? Ich würde fast sehen, dich wiederzusehen. Ja, weißt du, wir haben uns ja erst vor einer halben Minute noch gesehen. Nehmen wir mal das hier, das könnte... Oh ja. Nein, was? Habe ich Pause gedrückt? Will ich doch gar nicht. Den Ballon mache ich hier in die Mitte, damit ich fliegen kann. Ach, das geht nicht. So, geht das denn jetzt? Ich habe ja Pause gehabt. Komisch, jetzt funktioniert das. Egal. Da oben noch sowas und jetzt noch ein paar Zahnräder. Wenn das mal kein schickes Gefährt ist. Und was kriege ich für Nachrichten auf dem Handy? Was ist? Wir haben 2 Uhr nachts. Wer schickt mir Nachrichten? Kurz gucken. Geil. Ich liebe sinnlose WhatsApp-Videos. Die spiele ich jedes Mal ab. Ne, versteht ihr die Ironie? So. Oh, was? Der ist wenigstens nicht so frontlastig, der Wagen. Oh. Ja, mit der Schwimmflosse kann ich, mit der Flosse dahin kann ich mich wieder zurück zurechtrichten. Das ist cool. Oh. Ja. Du kannst bestimmt noch schneller fahren, Hermano. Ja, kann ich. Ah, ich bin nicht so schnell für dich. Nein. Fuck, das wäre gut gewesen. Du kannst mit dem noch schneller fahren, Hermano. Sei nicht so hart mit dir selbst, Hermano. Versuch es nochmal. Vielleicht mal etwas ganz anderes. Warte, ich habe ja gerade... ich habe ja gerade noch was anderes eingesammelt. Kurz gucken. Richtig genug, was? Hast du ein paar neue Teile gefunden? Ja, das habe ich wirklich. Ich habe eins gefunden, glaube ich. Oder? Welches war? Spielzeugautorad. Ja, endlich. Guck mal, das Chassis war ja schon gut. Da nehmen wir das noch. Bauen das da oben wieder an, weil damit kannst du zurückrudern. Dann haben wir hier noch einen Ballon. Möglichst mittig. Und dann nehmen wir hier dieses Richtige. Das sieht aus wie ein Rad, mit dem man mehr anfangen kann. So, möglichst mittig. Und... Ah. Ja. Netzwerkverbindung unterbrochen, das ist ja schön. So. Bei dem fetten Wagen, den der hat, konnte man nicht gar nicht glauben, dass er schnell ist. Aber es ist ja scheinbar so. So. Du kannst mit dem noch schneller fahren, Hermano. Ich bin schon schneller als vorhin. Nein. Oh. Scheiße. Ah, die Schwimmflosse macht aber wirklich echt Sinn. So.
Komm, nein! Also jetzt kommt der halbe Meter. Dir selbst, Hermano. Versuch es nochmal. Vielleicht mal etwas ganz anderes. Nein, ich nehme jetzt denselben Wagen. Du kriegst nicht genug, was? Hast du ein paar neue Teile gefunden? Ich jedenfalls so. Ah, Schnauze, ich besieg dich jetzt eben. Das ist doch, geht doch nicht. Seit 10 Minuten bin ich hier dran. Das muss doch langsam mal klappen. No. Früher auch immer Formel 1 gespielt mit so Mini-Rennautos. Hat man, ja, habt ihr auch immer Geräusche gemacht, ne? Dabei so. Das hat sich jetzt angehört wie eine kranke Katze, dieses Miau. Aber nein, es ist ein Rennwagen. So, komm. Ich mache jetzt gar keine großartigen Mätzchen mit dem Ballon, weil ich bin scheinbar echt schneller als der. Ja, 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 so. Die Preisklassen, die eventuell noch da auf den oberen Plattformen sind, die kann ich mir immer noch holen. So, wer ist neidisch, hä? Oh. Scheiße. So hart mit dir selbst, Hermano. Versuch es noch mal. Halt dein Maul! Vielleicht etwas ganz anderes, weißt du? Du kriegst nicht genug, was? Nein, echt dein Ernst, meinst du? Seit 12 Minuten krieg ich nicht genug? Ist so geil, der Level. Ich hatte das Erfolgserlebnis schon so kurz vor Augen, weißt du? Und dann musst du mir das nehmen. Also, du. Ja, du. So, ich gebe jetzt einfach nur Gas, die ganze Zeit. So. Na, wer holt auf? PET-Flaschen sind immer leichter als den Stahlkoloss, den du da hast. Als der Stahlkoloss, ne? Wir wollen ja grammatikalisch richtig bleiben. Nein. Nein, 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 nein. Ja, komm. Ja. Ha, er versteckt sich hinter der Ziellinie. Wie peinlich. Ah. Jetzt weiß ich, wer der Schnellste ist. Du bist der Champion. Und jetzt kann ich mir daraus die Autos bauen, das ist ja super nett. Das, danke, dass du mir die Sachen hinterher gibst. Aber ich glaube, das waren nur die Sachen, die ich sowieso für die existierenden Autos bekommen habe. Egal. Egal, cool. Egal, Komma, cool. Und warum nur 85... Achso, ja. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da noch welche gefehlt haben. Weil, wenn wir auf die oberen Plattformen gekommen wären, hätten wir das bestimmt bekommen. However, that doesn't matter. We've managed to beat the level and now we can continue and get the last Murmel. Wie heißt das auf Englisch? Murmel? The last glass ball. Ist halt theoretisch richtig, ne? Ich glaube, ich weiß auch jetzt, warum die Ladezeiten so lang sind. Der lädt die Level direkt aus Little Big Planet heraus. Und weil das so weit weg ist, dauert das halt ein bisschen länger, ne? Toller zweiter Akt, Wally. Finden wir die letzte Murmel. Warte, da oben war die, ne? Alle sollen es erfahren. Ja, ach so. Tja, wie es aussieht, müssten wir... Hört sich das Pfeifen komisch an? Ich pfeife nämlich immer so, ich kann nur pfeifen, indem ich einatme. Das ist ganz komisch. Wenn ich ausatme, das klappt nicht. Ich kann nur pfeifen, indem ich so Luft einsauge.
Wir müssen bis an die Spitze des großen Baums. Verstanden? Mache ich jetzt nicht so laut. Normalerweise klappt das noch besser. Aber ich habe Kopfhörer auf. Ich weiß nicht, wie laut das ist. Oh yeah! Schnelle Porter, Freund und Helfer. Ich mach's dir mal vor. Von hinter den Kulissen ins Rampenlicht. Ein Wunder moderner Filmkunst. So, wie komme ich denn dann nach da ganz oben? Sammle die Preisblasen und lass uns abhauen. Ah. Klasse, wir treffen uns später. Na, natürlich. Achso, da kann man sich dran festhalten. Was bringt das? Achso, da brauche ich so... Ach, da brauche ich so Spezialfüße für. Ja, danke. Die Musik ist echt cool. Da oben links waren sogar diese Schuhe, die ich gebraucht habe, aber... Das Geheimnis der schnelle Porter ist, dass sie dein Tempo halten. Schnell in den einen, schnell aus dem anderen. Dein Einsatz bitte. Und... Action! Ah, war doch so auch schon lustig. Geschafft! Jetzt runter! Ich wusste es. Die Murmel ist oben auf dem Baum. Nehmen wir den Aufzug nach oben. Ach, hier gibt's wieder nur für zwei Leute was. Ist ja nett. Oh, warum verdächtige Musik? Das mache ich ernst. Ach, Mist. Eine Wendung. Der Aufzug rührt sich erst, wenn wir die Tasse mit Milchshake füllen. Offenbar liegen die Pumpen dafür links und rechts. Das ist jetzt dein großer Auftritt. Dann mal ran. Ah, ich merke. Man kann da auch runter. Und man kann auch sterben, wenn man möchte. Aber nur, wenn man unbedingt möchte. So, und... Ah, so. Oh ja. So. Ach so, warte. Ich glaube, ich habe jetzt... Nee. Hä? Wie komme ich denn da oben? Warte kurz. Ah, ja, doch. Ah, ja. Ich verstehe. So. Genau so macht man das. Logisches Denken ist erforderlich. Das Spiel sollte deswegen nicht ab 6 Jahre sein. Oh. Ja? Schöne Musik. Gute Arbeit. Eine Pumpe läuft jetzt, aber es müssen beide laufen, bevor wir die Murmel erreichen. Erdbeer-Banane schmeckt doch gar nicht.
Nein, fast. Nein. Achtung, das 21 Minuten, das kriege ich noch hin. Ich will, ich weiß nicht, ob ihr selber schon erkennen könnt, was ich hier vorhab. Wie kriegt man das denn am besten hin? Nein, oh, fast. Komm, noch einmal. Letzter Versuch. Ah, oh. Na egal, komm. Den Tod, den könnt ihr mir ja wohl verzeihen. Perfekt, jetzt habe ich das nämlich auch. Und diesmal hat es sogar funktioniert, dass ich vorher angekündigt habe, letzter Versuch. Oh. Ja, das hat geklappt. Den Level mache ich nämlich jetzt noch eben fällig. Ja. Ach da, das brauche ich. Ich brauche einen Rollschuh. Da brauche ich wieder diese komischen Schuhe. Und jetzt habe ich irgendwie doch keine Preisblasen mehr bekommen. Ist ja auch egal, komm. Wer braucht schon 100% Levelabschluss? Geschafft! Dann mal volle Kraft voraus. Holen wir uns die Murmel. Jawohl. Du bist vielleicht genau der Held, den wir suchen, Wolli. Und Schnitt ist im Kasten. Hast du gut gemacht. Mit mir wirst du es noch weit bringen. Ja. Das hat man gerade gesehen. Das war richtig Portal-Action irgendwie. Portal 3, sag ich nur. Die Grafik hat sich so fast verbessert. So, dritte Murmel haben wir. Perfekt. Zwar nur 57% der Preisbasen, da habe ich echt eine Menge verpasst. Nicht übel, da muss ich mal gucken. Dafür ist das ja ein Partyspiel, ein super Spiel. Also wenn ihr mal Freunde da habt oder so, dann gibt es eigentlich nur drei Partyspiele, die man mit mehreren Leuten spielen kann, die für alle Altersgruppen auch geeignet sind. Little Big Planet, Thingstar und Buzz. Und Buzz gibt's auch nicht für die PS4. Warum eigentlich nicht? Buzz ist immer so ein tolles Spiel gewesen. Spielen wir auch immer noch gerne auf PS3. Ich und Kollegen. Aber warum gibt's das nicht auf PS4? Es kann doch nicht so unbeliebt sein, dieses Spiel. Das verstehe ich nicht. Aber genauso wenig verstehe ich die Entstehung der Erdkugel in den Weiten des Universums, falls es überhaupt davor schon existierte. Das ist zwar jetzt nicht ganz genau dasselbe, aber also das Verständnis der Sache ist ja auch egal. So. Hast du gut gemacht. Tritt durch die Tür und triff Ozok. Crypts of Horror? Oha. Ozok. Dieses Crypts, mit diesen Bildern bringen wir die dieses Crypts of Horror erinnert mich an Geschichten aus der Gruft. Das soll eine Anspielung sein. Ja. So, Ozok. Hast du gut gemacht. Tritt durch die Tür und triff Ozok. Machen wir das noch. Guck mal, ausnahmsweise mal eine lange Folge. Ist ja schließlich Freitag, wenn alles nach Plan läuft. Vielleicht ist auch schon Samstag.
Oder Sonntag oder Montag oder vielleicht auch schon Dienstag wieder. Nee, warte, so spät war ich noch nie. Also so spät kann ich gar nicht sein. Nee. Man merkt, es wird später. Ich lasse mir immer weniger kreative Sachen einfallen. Da spiele ich eigentlich dann das falsche Spiel jetzt. Wow, das Filmset von Flipper im Nebel. Was für ein Klassiker. Aber pass auf, man weiß nie, was hinter den Kulissen lauert. Was war das? Ist da jemand? Zurück! Eine meiner Rollen konnte auch Karate. Halt! Ist das... Ja, ja, wirklich! Darf ich vorstellen? Der Star von Bühne und Film, Oddsock! Oddsock, darf ich vorstellen? Stoffknäuel. Seht euch an. Das perfekte Filmduo. Die Chemie stimmt. Gehen wir lieber. Hier ist es nicht sicher. Vorsicht! Das stand so nicht im Skript. Zum Glück bin ich ein Meister der Improvisation. Stoffknäuel! Du gehst zurück zum Sumpf. Wir treffen uns dann dort. Na, bist du wieder bereit fürs Rampenlicht? Dabei habe ich mich hier so wohl gefühlt bei den ganzen Skeletten und bei den ganzen toten Köpfen. Diese stimmige Atmosphäre hat mir richtig gute Laune gemacht. So richtig tot gute Laune. Tot gut. Tot Todes. Dadurch bin ich todesmutig geworden. Ja, endlich gibt's eine Trophäe, wollte ich schon sagen. Gut, dann auch sein. Ach, warte, jetzt kann ich die Oddsock spielen. Aha. Zum Rennen drückst du den linken Stick in die gewünschte Richtung. Wow, bist du schnell. Du kannst von Wänden abspringen. Wow! Drücke einfach die Aktionstaste. Wusstest du, dass du Wände hochflitzen kannst? Wahrscheinlich nicht. Tja, jetzt weißt du's. Ey, das ist echt cool. Achso, da unten. Wenn du Wände hinuntergleitest, drücke den linken Stick zum Beschleunigen. Ha? Cool. Aha. Oh. Scheiße. Das ist echt cool mit Oddsock. Warte. Wenn du Wände hinuntergleitest, drücke den linken Stick zum Beschleunigen. Aha. Cool. Aha. Es macht gerade so viel Spaß, dass ich keine Lust habe, das zu kommentieren. Also das macht echt Spaß. Das muss man eigentlich selber ausprobieren. Wie soll ich das anders sagen? Nein. Ah, ärgerlich. Komm, nochmal. Das macht echt Spaß. Nein. Falsch. So. So, komm, jetzt bin ich wieder, jetzt habe ich wieder einen Lauf, komm. Was?
Man muss also quasi, man kann nur Wände hochrennen. Erstes Feature und zweites Feature ist, man kann sich mit X überall abstoßen. Das ist wie, wie so ein richtig cooler Level ist das. Warte, das macht mega Spaß. Das kann ich gar nicht zeigen, weil ich dabei nicht so rede, als hätte ich übertrieben viel Spaß, aber dem ist in der Tat so. Nein. Scheiße, okay. Ja, das war nichts. Komm. Ich bin noch in der Anfängerphase. So, ihr wollt einen Kommentar? Kauft euch das Spiel. Hätte ich nicht gedacht, dass das so viel Spaß macht mit so einem extra Charakter. Ich dachte am Anfang, die sind mega überflüssig. Glaube ich bei den anderen bisher eigentlich sogar immer noch. Wenn die nicht genauso cool werden, dann würde ich sagen, ist Ozok mein Lieblingscharakter. Ist sogar fast besser als Sackboy. Du kannst hier mit viel schneller rumlaufen und alles. Und ich meine, Wände klettern ist ja mit Sackboy jetzt auch möglich, aber nicht in der Art, wie du es mit Ozok machen kannst. Das ist richtig geil. Richtig guter Level. Perfekt. Den würde ich behalten, die Charaktere. Also wenn man die Charaktere jederzeit wechseln könnte, das wär super. Dann würde ich fast die ganze Zeit mit Ozok spielen, glaube ich. Und das weitere Springen ist auch mega nützlich. Also, aber ich glaube trotzdem, dass die Charaktere nur dann gewechselt werden können, wenn die Spieler, wenn die Level das auch vorgeben. Ich glaube nicht, dass du jederzeit wechseln kannst. Es wird auch, glaube ich, ein bisschen zu viel auf die Steuerung auftragen. Das ist ja jetzt schon ein Menü mehr geworden als bisher. Und dann müsste es ja noch ein Menü geben für die Charaktere. Ich glaube, das ist ein bisschen kompliziert. Auch wenn es jetzt ein Touchpad gibt mit ganz vielen tollen neuen Funktionen, wäre trotzdem ein bisschen too much, too overloaded. Hier die Steuerung. Die Abschiedsszene rührt mich immer zu Tränen. Doch du musst gehen. Nimm die Brücke zur Zikkurat. Dort findest du deinen nächsten Filmpartner. Toggle, hier kannst du deinen Charakter ändern. Der Traum eines Schauspielers. Nächster Halt für dich ist die Zikkurat, wo Toggle wartet. Der Kleine ist toll. Kleine Rollen, große Rollen. So, den Level will ich jetzt... Ich weiß, da gibt es noch ein paar Stellen hier in dem Level, wo ich mit unserem... warte, es gibt Swoop Toggle? Ozok, hier, wo ich mit Ozok noch was holen könnte, aber es ist schon zu spät. Ich mache den Level jetzt zu Ende. Oh mein Gott. Egal, der Level scheint beendet worden zu sein. Vielleicht kommt jetzt noch eine Cutscene, aber dann ist auch... Ihr habt ja auch eine Maxi-Folge, ne? 34 Minuten. Wer gönnt sich denn so viel? Naja, ich teile sie nicht in zwei Folgen auf. Kann ja auch mal länger dauern als 20 Minütchen. Und am Wochenende hat man ja auch mehr Zeit für sowas. Glaube ich. Vielleicht. Ja, ne, ich bin auch ein bisschen müde. Schön, dich hier zu sehen, Wollkopf. Du gehst gerade Gassi, wie ich sehe. Wie es mir geht? Na, es fehlt gar nicht mehr viel und ich bin der allergrößte Schöpfer der Fantasiesphäre. Danke der Nachfrage. Ja, das heißt, dass nichts für alle anderen übrig ist. Aber das ist nur ein kleiner Preis, meinst du nicht auch? Oh, du stimmst mir nicht zu? So ein Pech, dass unsere Freundschaft so enden muss. Thank you.
Wenn mein Sackboy so böse aussieht, dann sieht das wegen den Zähnen schon mal, das kann einen humoristischen Charakter haben. Dabei war das ja eine ganz ernste Szene, ja. Darf man nicht lustig finden, sowas? Aber solange der meine Basteltasche nicht leert, ist mir das eigentlich egal. Aber pst, darfst du nicht sagen, ist ja eine kreative Welt, zum Teilen. It came from the blablabla, habe ich jetzt nicht gelesen. So. Ah, jetzt auch noch ein Bosskampf. Blöb. Da habe ich jetzt mal drauf geschissen. Ist jetzt schon zu spät. Ich muss jetzt leider beenden. Ich bin ein bisschen müde. Und wenn ich müde bin, kann ich nicht so gut aufnehmen. Das ist ja irgendwie auch logisch. Also bedanke mich für die Aufmerksamkeit, für eure Bewertung und für, und dafür, dass ihr morgen wieder einschaltet. Sofern ich es rechtzeitig schaffe, etwas aufzunehmen. Normalerweise sollte das aber klappen. Ne? Hier sehen wir die ganzen... Ach, das sind die ganzen Level, die wir gespielt haben gerade. Ah, sehr gut. Das heißt, das sind die Levelverbindungen hier. Mit den Cutscenes. Ja, könnte auf Dauer wohl ein bisschen verwirrend sein, wenn man noch größere Welten hat. Aber das werden wir ja sehen. Vielen Dank erstmal. Bis morgen. Ahoi.